So, hallihallo und herzlich willkommen zurück auf dem Geschlepp, Folge Nummer 21, Abfahrt. Wow. Ja, was soll ich sagen? Ist nicht weiter schlimm, ist auch nicht ansteckend. Ja, muss nicht gleich wieder... Bleibt mal noch ein bisschen, weil das wirklich nicht ansteckend. Ja, ich höre jetzt auch damit auf, mit den Gesingen doch. Ja. So, pass auf, in der letzten Folge haben wir da gedüngt und mehr haben wir eigentlich auch gar nicht geschafft in der ganzen Zeit. Wenn du die Folge verpasst hast, ja, ist egal. So, denn wir wollen los, ne? Ich habe mir, hatte ich gesagt, auf Mod habe diesen Überladewagen runtergeladen und den werden wir uns jetzt mal abholen. Guck, einmal Warnblinker an, dann hört er auch auf zu blinken. Ich werde sehr oft gefragt, ob das den John Deere zum Download gibt. Ja, gibt es auf ModHub. So. Und auf sämtlichen anderen Internetportalen. Es wird doch sowieso überall... Ja. So. Dann mal einmal los hier zum Händler. Wir müssen Geld ausgeben. Ja. Warum auch nicht? Wir Hamster auch. Na Mensch, du, wir haben so viel Kohlen. Ich weiß gar nicht, wohin denn mit. So viel kannst du nicht mal verheizen. Ach ja, wir fahren ja nur 43. Stimmt ja. Pass auf, dann machen wir das anders. Du fährst nach dem Shop hin. Abfahrt. So, und wir kümmern uns... Ja, hier können wir uns auch drum kümmern in der Zwischenzeit. Ja, richtig, richtig. So, safety first. Nee, achso, warte mal. Guck mal, jetzt ist die Tür ganz auf. Guck vielleicht doch nochmal in der letzten Folge. Da hatte ich das mit Simple IC und der Tür erklärt hier. Jetzt habe ich ja das Spiel neu gestartet. Wegen... Guck mal, wird auch lauter, ne? Wird auch leiser. Pass mal. Da hatte ich das erklärt wegen Simple IC und jetzt musste ich ja wegen dem Überladewagen das Spiel neu starten. Ja. Und jetzt geht mein Simple IC auch wieder von innen. Ja, das ist irgendwie so eine Simple IC-Krankheit. Mal geht's nicht. Naja. Es geht den Menschen wie den Leuten, ne? Mal geht das gut, mal geht das nicht so gut. Ist bei einem selbst ja auch so. Ey. So, wir müssen mal ein bisschen weiter anwinkeln hier. Kannst du anwinkeln? Oh, so, das ist anwinkeln. Geht auch mehr rein. So, toll. Dann können wir ja hier den Flug wieder hinstellen. So, dann wollen wir das mal in eine BGR kippen. Huch. Der C-Dorf, wer hat den denn noch hingestellt? Ah, der ist vielleicht ein bisschen groß für diesen Hof hier. Aber einen schönen Hoftrack oder Hoflader oder so gibt es ja, ne? Es gibt den von Modding Welt, ja, ist richtig, den Weidemann, aber... Also, alle schreien nach dem neuen LS-Teil, ja, aber dann, wenn es soweit ist, spielen sie doch irgendwie... naja, wie soll ich sagen? Um das schön zu umschreiben. Ich weiß jetzt nicht so ganz, aber der Weidemann war im 17er ja, grenzwertig, aber gut so, ja. Aber jetzt so langsam ist, glaube ich, hat er das geschafft, ne? Was kann hier nicht, was? So, war ich nicht weit genug, oder? Ja, auf jeden Fall finde ich die Rampe hier total gut. Das habe ich richtig gut gemacht. Richtig professionell auch. Ja, das Ingame... Das Ingame-Malen und Landscaping und so ist einfach mega gut, ne? Also, ist doch wirklich so. Also, ich finde das total genial. Und wenn sie das noch ein bisschen erweitern im nächsten Teil, ne? Mit Büsche malen, mit hier Unkraut verschiedene malen und sowas. Ey, das ist dann... Auch nicht anstecken. So. Dann wollen wir mal Anhänger vielleicht, oder? Ne, warte mal. Gucken wir mal bei Überladewagen. Nein, da ist er nicht. So, der heißt Lizard. Lizard. Ah. Lizard. Da. Hier. Der. Wie gibt es im ModHub? Na, Chloe. Oh, wow. Da muss erstmal ein deutsches Kennzeichen ran. Den müssen wir hier anmelden. Reifenhersteller haben wir. Was haben wir denn da Schönes? Ach so. Doch gut. Ja, dann nehmen wir die. Okay. Nein. Oh, Bahn aufgeht. Oh. Oha. Da schau her, Frau Stachelbär.
Meine Güte, wir nehmen so, ja. So und dann Design. Oh, da! Guck, 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 guck. Rede hier mit den Kabels und Ernst. Na, Chloe. Guck mal. Richtiger Apparat. Das finde ich richtig gut. Oh. Ist die Kurbel animiert? Das wäre so schön. Ja, Leute, die schon ganz lange hier auf dem Kanal dabei sind, die wissen warum. Wir gucken mal, was wir hier. Mir fehlt so ein bisschen so ein rostbräunlich, so irgendwie. Ja, das ist schon zu dolle. So rötlich. So ein Zwischending zwischen da und da. So, das fehlt mir so ein bisschen. Ja. Und wenn wir den so machen? Bin ich mir nur auch nicht so sicher, du. Ich weiß auch nicht, wie der im Mod-Hub aussieht. Aber da sah der schön aus. Wir lassen den so, okay? Warte mal, jetzt haben wir 11.000. Was haben wir hier? 13.000. Oh, noch mit Bretter 17.000. Oh, nochmal mit Bretter, Alter. Geht denn da jetzt auch noch? Oha. Guck da. Okay. Also bei dem ganz großen geht dann. Ach, guck mal, zum Befüllen hat er auch noch ein Brett weg. Ja, leck's mich. Also, ich finde ihn gut. Guck mal, da hat er hier nämlich ein Brett weggelassen, das du noch befüllen kannst. Oh, wow. Und bis hier geht quasi als Überladung. Okay. Aber wir werden den kleinen nehmen. Oh, jetzt ist hier wieder die Farbe weg. Nee, doch nicht. Wir werden wieder den kleinen nehmen und dann als Überladewagen, okay? Ja, 13.000. So, kaufen. Yep, danke. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir ziehen mal das Fenster hier ein bisschen runter. So, machen wir mal. Jetzt müssen wir nur mal gucken, ob wir irgendwo einen Düngerverkauf haben. Sicherlich hier, ja, mit Big Bags ist klar. Ja, ist klar. Ah, der passt vielleicht doch besser an Cedor, ne? Ah, die werden wir dann wechseln. Sicherlich kann ich hier über Big Bags, aber ich wollte mal gucken, vielleicht kann man auch irgendwo hinfahren. Einkauf, Agravis. Agravis. Auch so aus, als wenn da Bitmaps fehlen, ne? Hier ist der. Geht ja auch auf die Birke, das Ding, ne? Da stehen hier Saatgut- und Düngerpaletten. Kann man da auffüllen. Das ist das. Ja, aber hier gibt es jetzt irgendwie auch einen Mistverkauf. Milchverkauf, Kalkeinkauf. Kalk haben wir schon mal. Die Ballen. Oh, ich hätte das Herrenbuch. Das Herrenbuch. Ich hab kein Herz zur Hand. Silo. Oh, der hat ein Silo und ich nicht. Schade, dass es hier nicht irgendwie. Pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf. Warte mal, warte mal, warte mal. Mir fällt gerade. Ich muss noch mal gucken, wo. Ich hab. Ja, da. So, pass auf. Saatgut, Dünger, Dünger. So. Wir machen das hier mit hin. Damit. Einfach damit wir so ein. Sozusagen eine Station haben, wo wir sowas kaufen können. Besser geht gar nicht. Guck da. So, und dann machen wir noch Flüssigdünger, machen wir dann auch hier hin. Einfach damit wir irgendwo so eine Station haben, wo man das Ganze kaufen kann. Verstehst du? Ich mag sowas. Mal, das machen wir hier ein bisschen hin. So, dann kann man hier Flüssigdünger holen. Dünger, Kalk haben wir ja da hinten. Das heißt, so ein Pflanzenschutz hier noch, Herbizid irgendwie. Herbizid könnten wir vielleicht. Ja, nicht, dass die hier irgendwie durcheinander kommen, denn weißt. Machen wir das hier hin. So. So, jetzt haben wir Flüssigdünger, Herbizid und hier den normalen Dünger. Perfekt. Auch das Pack hier gibt es im Mod-Hub, meine ich. Das, diese Hinstelldinger. Oh, nee, Saatgut habe ich da nicht hin. Okay, bei Saatgut möchte ich ja gar nicht. Dann nehmen wir das Realistic Seeder Pack, ne?
So, jetzt wollen wir noch mal gucken, wo ist der Johnny? Hier ist der Johnny. So, jetzt pass auf. Jetzt wollen wir da hinfahren und das Ganze mit Autodrive machen. Wo sind wir denn hier? Ach da. So, wir machen hier wieder unsere Linien an, dass wir erstmal sehen, was hier überhaupt los ist. Ne? Und jetzt zuppeln wir da hin. Ja. Ist Horst. Wir machen hier jetzt mal Aufnahme starten. So, dann bleiben wir mal kurz stehen und verbinden das mal direkt. Sonst vergesse sowas dann ganz schnell und dann wundere ich mich, warum die Route nicht funktioniert. Ja. Gut. Und dann fahren wir jetzt dahin. Abfahrt. Kann auch reingehen ein bisschen, ne? Wie gesagt, das Mittelstriche hier, dass die manchmal hier jetzt vor der Nase aufploppen, das liegt einfach daran, dass er uns den nächst anvisierten Punkt damit zeigt, ne? Das muss uns jetzt erstmal weiter nicht stören. Oder darf uns erstmal jetzt nicht weiter stören. Aber wir gucken, wie das Ganze funktioniert und so weiter. Und dann sollte das eigentlich hinhauen, dass er dann, wenn es soweit ist, ja, wenn wir mehr Felder und so weiter und dies und das und so, dass er automatisch hier hinfahren kann, Dünger holt und dann eben ja wieder zum Hof kommt oder sogar zum Feld, wenn wir ihm sagen, so, Maggert, pass mal auf, hol mal da ein bisschen Dünger und dann fährst du zu dem und dem Feld hin. Auch das funktioniert ja dann, ne? Man muss nicht extra eine Route einfahren, sondern der kombiniert sich das einfach anhand dieser Wegpunkte selber zusammen, ne? Er weiß, wo er starten soll, er weiß, wo er ankommen soll und den Rest da in der Mitte, wie, was, wo und überhaupt, macht er völlig alleine, ne? Und nochmal, ja, viele, guck mal, wir haben jetzt 12 Minuten, viele derer Leute sind wahrscheinlich gar nicht mehr da. Ja, es gibt Kurse zum Runterladen. Ich habe, oh, so oft habe ich das gelesen. Ich habe schon fast gekocht innerlich. Aber ich habe doch 5-mal gesagt, dass ich das lieber selber machen möchte. Wo? Der fucking fuck ist das Problem, Alter. Mann, ich möchte das einfach selber einfahren. Einfach erstens erkennst du dann, also du siehst ja viel mehr von der Map und zweitens weiß man dann auch, was man eingefahren hat, was funktioniert und was vielleicht blöd ist und wo vor allem die Punkte sind und so weiter und so fort, ja. Also, puh, hab ich gedacht, das ist jetzt aber ganz, ganz schwierig, ja. Guck mal, hier können wir gleich als den Verkaufspunkt hier noch mit reinmachen. Mach mal einen Punkt weiter. So, wie heißt denn das hier? Agravis wird rein. Das heißt, wir machen hier Verkaufs. Ne, wir machen es anders. Wir machen hier Agravis erstellen. Dann haben wir jetzt diesen Punkt erstellt. Ne? Steht ja da. So. Dann machen wir uns hier einen neuen Ordner. Den Ordner nennen wir Verkauf. Okay. Und dann schieben wir, halten wir das hier einfach mit der linken Maustaste fest und schieben das da rein. Deswegen habe ich das nicht Verkauf Agravis genannt, sondern einfach nur Agravis. Da es ja dann eh in diesem Ordner drin ist und dann ist es hier wenigstens alphabetisch. Verstehst du? Aha, sonst fängt nämlich alles mit V an. Sicherlich ist der Rest auch alphabetisch, aber so guckt sich das ja doch schöner, ne? Wenn du nicht erst. Ist ja. Weißt du, was ich meine? So. Dann wollen wir mal hier so längs fahren. Hier machen wir mal einen Stopp für Herbie. Sieg war das, genau. Dann machen wir auch wieder einen Ordner mit Einkauf und dann machen wir hier erstellen. Wieder den Pfeil runter. Plus. Neuen Ordner. Einkauf. Okay. Und dann wie eben auch festhalten, reinziehen, fertig. Doch, total easy, oder? Total geil. Total genial. Also. Ja, finde ich wirklich gut. So, dann machen wir hier wieder den Punkt. Den visiert er da gerade an, ne? Das können wir mal zuklappen hier. So, dann nennen wir das hier Flüssig. Erstellen. Flüssigdünger schieben wir zum Einkauf. Wieder zu. Das hier ist wahrscheinlich sogar Milchverkauf. Da können wir dann so eine Extraspur noch machen. Ja, werden wir auch mal. Ja, pass auf. Zeige ich dir gleich.
Werden wir auch machen. Der muss ja nicht immer diesen riesen Bogen hier fahren. So. Lenk mal einmal ein, dann macht er nämlich neuen Punkt. So. Den nennen wir Dünger. Und das schieben wir Dünger zum Einkauf. So. Gut, dann haben wir das und dann fahren wir hier wieder weg. Dann beenden wir einmal hier die Aufnahme. So. Warum blau und grün und so, das hatte ich euch ja schon erklärt, ne? Blau ist zweispurig und das Grüne immer in Pfeilrichtung ist die Fahrtrichtung. Das verbinden wir dahin. Das verbinden wir dahin. Dann können wir das hier noch... Ja, wir könnten das hier noch so ein bisschen schöner, so einen Bogen machen hier, so. Guck, das ist ja total genial, ne? Dass man das jetzt alles so einfach easy peasy machen kann, ne? Oh, guck, dann kann er hier so ein bisschen so einen schöneren Bogen fahren, so. Gut, und dann fahren wir jetzt nochmal nach da hinten. Ja, hier könnten wir auch nur, aber das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wie gesagt, ich möchte ja immer nur erstmal so machen, wie ich das brauche. Ja, ich möchte ja nicht komplett eine Map völlig einfahren. So, dann drücken wir wieder auf Aufnahme. Und drücken hier wieder auf Beenden. Jetzt verbinden wir die Punkte noch miteinander. Dann muss er, wenn er hier hin will, nicht diesen riesen Haken schlagen. Verstehst du? So, und das verbinden wir auch mal mit ihm hier. Den schieben wir dann so ein bisschen dahin. So, je smoother diese Kurve ist, hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt, desto schneller kann er die dann auch fahren letztendlich, ne? So. Naja, das sieht doch ganz gut aus. Das können wir so lassen. Jetzt fahren wir... Ah, wir haben schon längst... Ach, du ahnst das nicht. Wir haben schon längst 17 Minuten voll, Alter. Huch. Wie konnte das denn passieren? So, pass auf. Dann machen wir jetzt den Weg nach Hause. Also, den mache ich jetzt, okay? Und in der nächsten Folge gucken wir uns dann an, ob er das wirklich schafft oder nicht. Okay? Ich bedenke mich bei euch, ja. Ich hoffe... Auch wenn ihr Autodrive schon kennt und so weiter, hat euch die Folge trotzdem ein bisschen Spaß gemacht, ja. Würde mich sehr freuen natürlich, ja. Und würde mich auch freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, schönen Tag. Tschüss.